Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke. Das eine ist ein Dometic, ein 60 Liter, und hier ist unser 60 Liter, den wir ab nächstes Jahr neu im Sortiment haben. Der Kühlschrank kommt aus China, besitzt das Kältemittel R1234YY, also das neue Kältemittel. Also nicht mehr das R134A, sondern mit einem kleinen GWP, ist auch ein Secop-Kompressor drauf. Und die Maße sind identisch wie der Dometic bzw. der Vorgänger Vaeco. Wir haben ihn momentan aber nur als rechtsgebandete Lösung, also Scharniere rechts. Diesen Kühlschrank kann man umwandeln. Und ihr seht, das ist ein gebrauchter, der sieht fast identisch aus, ist der identische Kühlschrank. Die Bedienung ist identisch. Der Kühlschrank ist diesem Kühlschrank nachgebaut. Wir beziehen den Kühlschrank direkt aus China. Der Kühlschrank ist jetzt auf dem Schiff. Da kommt momentan ein 40-Fuß-Container. Wir haben den WEMU 66N, identisches Maß, nur dieser Kühlschrank ist teurer und hier kämpfen wir mit den 787 Schweizer Franken, Euro, weil das eine Weichwährung ist, ist das natürlich jetzt mittlerweile teurer. Ja, ist ein einfacher Kühlschrank als Ersatz für den Dometic oder den Weco-Kühlschrank. Ich verlinke euch unten drin den Katalog über die ganze Serie dieser Kühlschränke. Hier mache ich euch ein Video über den kleineren, den 50 Liter Kühlschrank, der auch sehr verbreitet ist auf Booten und kleinen Wohnmobilen im Busbereich drin. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.